Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 8 Village. Wir haben übrigens beim letzten Mal das Schloss Dimitrescu erreicht und als wir dort eigentlich einsteigen wollten, wurden wir aufgehalten von einem jungen Mann, der unseren Namen kannte. Wir wussten allerdings nicht, wer das war. Der hat uns dann mitgenommen und uns zu einem unterirdischen Punkt gebracht, wo eine Freakshow im Gang war, die ihresgleichen sucht. Dort waren Vampire, Lykaner und noch ein paar andere Sachen, also das ging ganz schön ab. Jedenfalls mussten wir dort um unser Leben kämpfen und ich glaube, die denken, wir wären tot gewesen. Danach sind wir dann zu der werten Dimitrescu gegangen und die hat uns erstmal, naja, probiert, ob wir denn gut schmecken. Jedenfalls will sie nochmal mit Mutter Miranda reden und wir müssen jetzt hier einen Weg finden, um unsere Tochter zu retten, ne? Rose, glaube ich, hieß sie. So, wir sind jetzt hier, wo diese Ornamente sind und ich habe es ja, glaube ich, schon mal in der Demo gesagt, das sieht aus, als ob die Römer gegen irgendwas kämpfen und wir sehen halt nicht was. Egal, wir müssen jetzt das Feuer bewegen. Ja, ist eigentlich nicht schwer. Problem ist nur, dass du brauchst halt auch Anlauf, ne? Da, warte mal. Das geht schon mal. Boom. Genau. Und ich weiß, dass es im Keller auf jeden Fall ziemlich rund gehen wird. Ich habe extra die Munition gespart. Und wie es aussieht, ist es hier ein Folterkeller. Ich meine, das Schloss wird ja seit einigen Jahrhunderten bewohnt, wie es scheint. Und da sammelt sich natürlich so eine Scheiße halt an. Kommt so eine schwarze Masse raus. Also Blut kann es nicht sein. Da klebt überall getrocknetes Blut dran. Ja, das ist nicht geil. Ob die hier tatsächlich die Leute gefoltert haben? Hilf mir, Bruder! War das gerade eine Ratte oder was war das? Damals ist man ja in der Maiden-Demo hier wach geworden. Die es ja exklusiv für PS5 gab. Ich habe die leider nie gespielt, aber die soll eigentlich ziemlich gut gewesen sein. Dafür haben wir dann zeitlang später dann die beiden anderen Demos gezockt, die ich sehr, sehr geil fand. Okay, mal, hier haben wir was zum Lesen. Gut, dann lesen wir uns das jetzt erstmal durch. Steht hier. Genau, hier gibt es nämlich die Leute, die bestanden haben und die anderen, die nicht bestanden haben, beziehungsweise abgelehnt wurden. Was das zu bedeuten hat, das wissen wir nicht. Und was das übrigens mit der Umbrella Corporation zu tun hat, weiß ich auch nicht. Naja, mal sehen, ob wir das herausfinden können oder nicht. Oh Gott. Da wurde jemand auf jeden Fall aufgefressen. Gut. Wie gesagt, die Schrotflintenmunition sollte ich mir unbedingt aufheben. Ich weiß ja, was gleich kommt. Und hier haben wir nochmal was zum Lesen. Aber ich kann die Schränke leider nicht öffnen, ne? Und auch diese anderen Gegenstände hier, mit denen kann ich nicht interagieren. Schade eigentlich. So. Ja, hier seht ihr ja, Irina hat gesunden Appetit. Michaela, gesunden Appetit. Luis, gesunden Appetit. Nur Ingrid ist instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Wow! Und hier hängen überall die Leichen von der Decke. Hier rennt irgendwas durch die Gegend. Ich hör's.
Übrigens, sich vor der Tür zu stellen, ist eigentlich keine schlechte Idee. Wenn irgendein Gegner angerannt kommt. Wieder Metallreste eingesammelt. Also wir können sehr viel Munition herstellen. Fall doch mal dort um. Okay, gut gemacht. Wie gesagt, ich sollte nicht so viel von der Schrotflinte verballern. Hier sind noch mehr, wie es sich anhört. Natürlich sehr einladend. Okidoki. Ich meine, wenig später hat ja die Demo sogar geendet hier von dem Schloss. Nice gemacht. So, da haben wir eine Rohrbombe. Die brauchen wir gleich. Lernen fliegen, Freunde. So, da haben wir Ingrids Halskette. Und ein Kristallinschädel. Haben wir bis jetzt ganz gut gehandhabt. Ich glaube sogar besser als in der Demo. Ist da noch irgendwo jemand? Meine Fresse! Die versteinern und lösen sich also auf. Geil gemacht. Richtig geil gemacht. Ach, ich liebe es, Mann. Was jetzt gleich passiert, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Nee, warte mal, war das hier jetzt überhaupt? Da brauche ich einen Schlüssel. Das ist auf jeden Fall ein Sarg. Vielleicht müssen wir die menschlichen Überreste von den Schwestern verbrennen. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Jo, sehe ich genauso. Ich weiß, dass ich... Oh, fuck! Wie gerne würde ich in einem heißen Blutbad entspannen. Aber nicht mit mir, meine Teure. Nimm doch mal die Flintenmunition, das dauert zu lange. Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt. Heilen!
Wie kann ich mich... Nein, Mann, wie kann ich mich denn heilen? Du wagst es, uns herauszufordern? Was? Mein Körper zerfällt. Fuck, Mann! Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Renn weg! Fuck. Was aber ein bisschen zu eng, ne, die Scheiße hier. Ich hab genug von dir. Ich erstmal. Kurz heilen, ansonsten sind wir tot. Tja, Schätzchen. Das wart für dich. Kristalliner Torso. Oh, da wird aber Mutter Miranda nicht gerade erfreut sein, dass wir ihre Tochter getötet haben. Wenn es überhaupt ihre richtige Tochter ist. So, hier hat er eigentlich die Demo geendet. Ich glaube, nee, hier hat sie sogar geendet. Oh, hier ist ja überall abgehangenes Fleisch. Aber es sieht aus, als wäre es schon verrottet, ne? Ah, guck mal. Sanguivre, genau, da haben wir den doch. Den extrem teuren und exquisen, meine ich. Wein. Obwohl, exquisit ist schon richtig. Okay, damit ist die erste erledigt. Oh, das könnte aber echt scheiße enden für uns. Was ist das denn? Glückstoßkompensator. Nice. Jetzt müsste die Waffe stärker sein, ne? So, das hätten wir schon mal. Ja, ich habe leider keinen Dietrich. Oh, da haben wir reingeguckt. Natürlich. Wir kriegen Dietrich genau dann, wenn wir ihn brauchen. Geil. Verbrauchen wir den eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, ne? Oh, Engelstatue aus Holz. Nice. Also die Bosskämpfe sind wirklich grandios gemacht. Nicht so schwer wie in Teil 7, wie ich fand. Oh Gott. Okay, ich muss erstmal zu Duke denn. Und ich muss mir unbedingt Heilung herstellen. Munition werde ich erstmal keine produzieren. Ist gar nicht nötig. Geht's hier irgendwo lang? Nee. Ist auf jeden Fall das Speisezimmer. Okay, sieht gut aus. Ich hoffe, die Werte Dimitrescu taucht jetzt nie auf. Müssen wir alle besiegen? Oh, warte mal. Habe ich nicht ein Torso bekommen? Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ich weiß. Soll ich etwas für dich auswählen? Nö, nö, danke. So, warte mal. Wir haben zwei Kristallfragmente, zwei Kristallschädel. Den Torso behalte ich mal.
Schlimpergeld. Ich werde mir ein bisschen was aufheben. So, jetzt haben wir mal. Genau, so. Lemi, das ist. Was? Die kann man. Könnte man verkaufen, okay. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Hier. Da hattest du ein Auge drauf, was? Ich kann nur eine weitere Kugel kaufen? Ja. Er ist aber ein bisschen schwach, ne? Das kostet 9000. Warte mal, was kam denn? 3500. Schönen Tag. So, jetzt kann man nämlich auch Munition für die Schrotflinte herstellen. Perfekt, mehr brauchen wir erstmal nicht. Jo Mann, 10 Schuss mit der Schrotflinte. Nice. Okay, ich will mal kurz abspeichern. Hat halt den Grund. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber ist auch egal. So, ich habe jetzt auch nichts Wichtiges bekommen, ne? Ich habe ja den Wein. Ich glaube, den muss ich jetzt oben einsetzen. Und ich hoffe, die Werte Dimitrescu taucht dann hier auf. Und das werden wir gleich sehen. Das war irgendwo oben, ne? So, nice. Genau, hier können wir den reinschmeißen. What? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, wir haben einen Hofschlüssel bekommen. Oh, hätte jetzt jemand hinter mir gestanden, ich hätte mich richtig erschrocken. Fuck. Wo ging's denn zum Hof? Ich weiß nicht, wo es zum Hof ging. Ich sehe nichts. Okay, ich muss doch nochmal zur anderen Seite. Also ich muss irgendwo hin, ne, zum Hof. War denn irgendwas abgeschlossen? Soll ich dich rumführen? Fuck. Oh, jetzt kommt schon die zweite. Warte mal, ich muss mal kurz zu Duke. Ich hoffe, die kommt in die rein, ne? Ich glaube, da, wo mir mich gerade... die zweite Schwester kam. Ich weiß ja gar nicht, wie die hieß, aber ist auch wurscht. Genau da muss ich hin. Nee, warte mal, ist nicht richtig. Ja, wo geht's denn jetzt zum Hof? Habe ich irgendwas verpasst? Ich sehe halt auch nicht durch. Hä? Karte. Haben wir irgendwo eine Karte? Okay, warte mal. Oder ist das hier unten der Hof, wo es dahin geht? Anscheinend nicht. Ey, Leute, ich weiß nicht, wo es zum Hof geht, ne? Ich habe keine Karte. Sei mein Spiegel. Fuck! Boah, ich bin gerade erschrocken, Mann! Die ist aber scheiß schnell, ne? Raus, raus, raus! Mann, wo ist denn der scheiß Hof? Wenn ich's wüsste, dann würde ich da hingehen. Aber ich finde den halt nicht. Der
kann auch nicht irgendwo oben sein, oder? Ey, leider, ich habe keine Karte. Ich weiß nicht, wo es zum Hof geht, ne? Ist gerade ein klitzekleines Problemchen. Vielleicht hier irgendwo? Er passt nicht zu diesem Schloss. Ach was. Verfolgt die mich jetzt wirklich die ganze Zeit? Ey, ich krieg hier Krise, Mann. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich will doch nur zum Hof. Also das hätten sie ein bisschen cooler machen können, weil das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Ich weiß halt auch nicht, wo es zum Hof geht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe einen Hofschlüssel und weiß nicht, wo ich den einsetzen soll. Mann, wo geht's denn hier zum Hof? Ich verstehe es nicht. Ich gehe nochmal, warte mal, oder hier hinten irgendwo lang? Wo geht's hier hin? Hier war ich doch auch schon, Mann, ist doch alles Kacke. Ich gehe jetzt zum Duke rein und dann leckt mich am Arsch. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Das kann doch nicht wahr sein. Wo hat man denn keine Karte, Mann? Achso, hat man doch. Aber wo geht's zum... Hier geht's doch zum Hof. Oder nicht? Okay, warte mal. Wir haben hier die Küche. Da geht's auch nicht raus. Ich sehe ganz ehrlich, ich sehe nicht durch. Dietrich. Da ist ein Schlafgemach. Leute, ich weiß halt nicht, wo ich hingehen muss. Kugellabyrinth, oder muss ich hier den Schlüssel einfügen? Ey, das ist doch nicht euer Scheißernst. Woher soll man denn wissen, wo es hier zum Hof geht? Ich versteh's nicht. Boah, das ist auch nervig, so eine Scheiße. Ich war hier vor allem schon überall. Ne, hier war ich noch nicht. Hier geht's zum Hof, wa? Wurde es wahrscheinlich. Warte mal. Ne, von hier bin ich reingekommen. Nichts passiert. Bella, Cassandra und Daniela. 5. Januar. Rednick. Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda. Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar. Der Duke. Geschäftsgespräch. Ja, aber wo es hier Richtung Dingens geht, weiß ich halt immer noch nicht. Nicht auszuhalten, dieser Hunger. Mann, ich kann da jetzt auch nichts machen. Jetzt lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich will gerne mal wissen, wo es lang geht. Warum hat man denn das... Ah. Boah, ich bin dreimal vorbeigerannt. Das kann doch nicht wahr sein. Also denkt dran, wenn ihr zum Hof wollt, müsst ihr hier zum Speisezimmer. Warum wurde mir das nicht angezeigt? Ach, ist egal. Genug gemeckert. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich der zweite Kampf. Okay. Hier schon mal nix. Aber wir haben da drüben eine Tür. Und wir haben da eine Tür.
Ich meine, was passiert, wenn Lady Dimitrescu weiß, dass wir hier sind? Okay, da kann ich nicht lang. Das heißt also, ich muss hier nach oben. Was ist das hier? Oh, 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 oh. Fuck. Ja, renn dir ruhig hinterher. Passiert ja nichts. Ich meine, die will dich nur auslutschen, ne? Die will dich bloß auslutschen. Ich liebe und ich hasse es im Schloss, weil ich so wenig sehe. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich habe sie umgebracht. So, da sehen wir auf jeden Fall jetzt mehr von der Karte. Och du Sch... Ist es Blut? Okay, was steht denn hier? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So, warte mal. Das heißt also... Das ist auf jeden Fall so, warte mal. Nee, warte mal, der taut nicht hin. Der muss sie dahin gucken. Nein, stell doch mal da rüber. Okay, warte mal, dann haut der doch so hin, wie ich es mir gedacht habe. Und dann muss das darüber, oder was? Anscheinend haut das nicht hin. Das verstehe ich nicht. Irgendwas übersehe ich. Also, dass der Wein hier reingefüllt werden musste, verstehe ich schon. Warte mal, oder das ist so, dass der hier rüber gucken muss. Ich verstehe es nicht. Okay, warte mal, nochmal. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Schon bald wird der Wein... Warte mal. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Das heißt also... Denn so oder was? Ja, okay. Nein. Obwohl, ich dachte gerade, das wäre ein Umbrella-Zeichen. Zeichen. Gut. So, warte mal. Wo geht's hier lang? Das hätten wir schon mal gelöst. Ich brauche auf jeden Fall einen Speicherort. Ansonsten kriege ich ein klitzekleines Problemchen.
Warte mal, haben wir da. Nee. Manchmal sieht es so aus, als wäre da auch eine Truhe oder sowas. Wow, 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 wow. Du hast dir nicht wehgetan, es ist dein fucking Ernst. Das Spiel speichert aber nicht. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Müsste doch komplett stinken hier. Warum komme ich hier nicht lang? Ah, okay. Ach du Scheiße. Ich will speichern, Alter. Ich will wirklich speichern. Ich muss eigentlich auch. Sind hier noch mehr? Ah, das muss ich verschieben, wa? Oh, junger Mann! Schnell nachladen. Hey Leute, ich muss gleich irgendwie eine Möglichkeit finden zu speichern, ne? Das geht gerade nicht. Wo bin ich denn jetzt gerade hierher gekommen und hab das mit dem Regal gesehen? Ah ne, das können die auch zerstören, ne? Ich muss sie gleich ausmachen, Leute. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber okay. Ich hoffe zumindest, ich kriege hier gleich die Möglichkeit. Fuck! Miststück, Alter. Ah nee, warte mal, falsche Taste. Darf ich jetzt vielleicht auch mal irgendwo speichern? Okay, warte mal. Kann ich irgendwie... kann ich keine weitere... Ich will doch nur speichern, Mann. Wie komme ich denn hier raus? Ich sehe hier nicht durch. Oh, ich sehe hier nicht durch, Alter. Es geht mir richtig hart auf den Sack. Bin ich von daher gekommen? Ich weiß es nicht. Was soll denn die Scheiße jetzt hier? Also ich kapier gar nichts mehr. Ey, ich will doch nur ausmachen. Warum habt ihr denn hier keinen Safe Point, Alter? Was soll denn die Scheiße jetzt? Ey, für Let's Player ist das echt scheiße. Ich will da jetzt nicht noch eine Folge aufnehmen.
So, darf ich jetzt auch vielleicht mal irgendwo speichern? Das wäre sehr geil. Oh ja, hier geht's wieder raus. Ey, ich hoffe, ich kann jetzt abspeichern, ansonsten habe ich echt ein Problem. Lass mich bitte jetzt einen Safe Point finden. What the fuck? Okay. Ja, Leute, ich muss hier gleich ausmachen. Also ich weiß nicht, ob ich hier gleich irgendwo einen Ort finde, wo ich speichern kann. Ich hoffe mal. Ja, hier. Ey, ganz ehrlich. Das war jetzt eine harte Nummer. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Das muss man mir erstmal zugutehalten. Ja, Leute, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Folge wieder. Ich würde mich definitiv sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Und tschüss.